Identität. Wenn wir uns mit Ahnenforschung beschäftigen, sehen wir, dass wir in der Reihe unserer Vorfahren sowohl bedeutende, aber auch relativ unbedeutende Persönlichkeiten finden. Das bedeutet, tief in unserem Unterbewusstsein schlummern die Erfahrungen unserer Vorfahren, sowohl der Bedeutenden als auch die der Unbedeutenden. Unser Verhalten kennt sowohl Unterwürfigkeit, aber auch Hochmut und Eitelkeit. Manche unserer Vorfahren mussten dienen und wahrscheinlich manches Leid ertragen. Die Autoritäten in unserer Ahnenreihe hatten wahrscheinlich auch Führungsqualitäten und waren eventuell auch fair oder hatten einen Sinn für Fairness. Es gibt Mitmenschen, die sich wegen ihrer Herkunft mickrig fühlen. Denen könnte man sagen, dass in ihrer Ahnenreihe bestimmt auch wichtige Persönlichkeiten waren. Manche von uns sorgen sich auch wegen ihrer äußeren Erscheinung. Sie empfinden sich vielleicht nicht besonders attraktiv, aber das ist alles sehr relativ und es ist sehr abhängig vom Zeitgeist, von den Moden und von den Vorstellungen, die in der Zeit gültig sind, in der man lebt, beziehungsweise in der Schicht, in der man sich befindet oder aufhält oder lebt oder zu der man gehört. Das ist sowieso immer abhängig vom Umwelt, von den Vorstellungen, die die Umwelt entwickelt hat und die wir auch im Laufe unserer Sozialisation verinnerlichen, also die wir annehmen und nach denen wir uns selbst sehen. Identität. Wenn wir uns mit Ahnenforschung beschäftigen, sehen wir, dass wir in der Reihe unserer Vorfahren sowohl bedeutende, aber auch relativ unbedeutende Persönlichkeiten finden. Das bedeutet, tief in unserem Unterbewusstsein schlummern die Erfahrungen unserer Vorfahren, sowohl der Bedeutenden als auch die der Unbedeutenden. Unser Verhalten kennt sowohl Unterwürfigkeit, aber auch Hochmut und Eitelkeit. Manche unserer Vorfahren mussten dienen und wahrscheinlich manches Leid ertragen. Die Autoritäten in unserer Ahnenreihe hatten wahrscheinlich auch Führungsqualitäten und waren eventuell auch fair oder hatten einen Sinn für Fairness. Es gibt Mitmenschen, die sich wegen ihrer Herkunft mickrig fühlen. Denen könnte man sagen, dass in ihrer Ahnenreihe bestimmt auch wichtige Persönlichkeiten waren. Manche von uns sorgen sich auch wegen ihrer äußeren Erscheinung. Sie empfinden sich vielleicht nicht besonders attraktiv, aber das ist alles sehr relativ. Und es ist sehr abhängig vom Zeitgeist, von den Moden und von den Vorstellungen, die in der Zeit gültig sind, in der man lebt, beziehungsweise in der Schicht, in der man sich befindet.